Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, damit wir jetzt keine weiteren Störungen mehr kriegen, habe ich mich direkt schon mal hier vor unser Langhaus gestellt, also unser Hauptgebäude. Und wir werden direkt Und zu immer weiter und die Randvieh stopfen dir das gehen. Maul mit deinem hässlichen Hut, Holmgeir. Ruhe dann, Holmgeir. Was soll das Geschrei? Ich würde den Hut gegen zwei deiner Pferde tauschen. Genug! Alle beide! Randvieh, ich verlange, dass die Sache hier und jetzt gelöst wird. Hab Geduld, Uadan. Dafür wird es eine Zeit und einen Ort geben. Eieiei. Die beiden Streithähne. Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn. Bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Der Typ ist so ein Schwachmat. Beginnt von vorn. Sagt mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe, bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ja. Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoff... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Oje. Holmgeir, erzähle mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben, man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du... Uadan? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Oh je. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu. Nein.
Jetzt habe ich auch wieder das Problem, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt wer ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Scheiße. Holmgier war doch dieser bekloppte Künstler, oder? Ich höre mir noch mal kurz die Aussagen an. Bevor ich mein Urteil spreche, möchte ich euch noch... So, Moment. Ruadan, erkläre dich. Das war jetzt der andere. Und Holmgier, wie verteidigst du dich? Genau. Ich denke, ich habe genug. Mein Pferd sieht grässlich aus. Ja. Ruhe, alle beide. Hört zu. Das heißt, Ruadan hat natürlich recht. Ich meine, klar kann er sich seine Sachen holen, aber er hätte wahrscheinlich auch etwas Haar haben können. Vielleicht nicht direkt von dem Pferd, aber er hätte es wahrscheinlich haben können, hätte er ihn gefragt. Also klar, der Stallbursche hat recht. Holmgier, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgier. Du hast genommen, ohne zu fragen. Und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan! Meine Entscheidung ist endgültig. Begleicht deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruadan, ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Erlaubst du mir, dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Oh je. Auf keinen Fall. Silber ist das Einzige, was ich von dir sehen möchte. Er kann es einfach nicht sein lassen. Mann. Okay, interagieren. Ich kann mit dem Thron interagieren. Kommen dann noch andere hier rein, die Probleme haben? Ja, wir machen es trotzdem nicht. Ich denke mal, ich kann mich da nur hinsetzen. Oh, hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Dieser Holmgier ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ceowulf hat Ceolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte dieser Rolle gewachsen sein. Schließlich hat er viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Swain verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Ja, davon habe ich gehört. Der Arme. Ich wünschte, ich hätte vorher mehr Zeit mit ihm verbringen können. Das wünschen wir wohl alle. Vor allem Tova. Und damit haben wir Level 4 erreicht. Und das könnte meine Pläne etwas zerstören, weil ich hatte mir nämlich schon ein Haus rausgesucht, was ich unbedingt als nächstes machen möchte. Und dummerweise habe ich gerade gesehen, es sind natürlich wieder neue hinzugekommen. Nicht nett. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ja, alles in Ordnung, frage ich gleich auch mal. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, was haben wir denn hier? Stärke 90 empfohlen, Stärke 90 empfohlen. Ah, Belohnung, die Siedlung wächst und da kriegen wir was, womit wir bauen können. 130, das ist noch zu stark. Das ist aber auch okay, das ist, ja. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt für uns wichtiger, die Siedlung zu erhöhen? Eigentlich ja nicht, weil wir noch nicht genug haben, womit wir dann wirklich bauen können. Und nebenbei bemerkt, die Siedlung erhöht sich natürlich dann auch, ja,
Aber ich weiß nicht, ob man irgendwas Wichtiges freischalten kann. Das ist halt so eine Sache. Lunden war ich ja schon stellenweise. Also da ist auf jeden Fall recht friedliches Gebiet. Hier oben sind auch ein paar Gebiete, die nicht so friedlich sind. Geplündert. Ja, komm, wir nehmen erstmal Lunden. Was besser ist, weiß ich nicht von der Belohnung her. Altan bat mich, nach Lunden zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Heitam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Ja, würde ich sagen. Na schön. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. Ich wollte aber eigentlich noch mal mit dir sprechen. Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut, nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich Hallo? Sie fühlt sich eingesperrt in diesen Raum. Das habe ich jetzt mitbekommen, aber warum musste das jetzt so abgebrochen sein? Na toll. Ich sollte gehen. Na gut. Das heißt, gut war es nicht. Ich glaube, die Sachen haben wir alle schon gelesen, oder? Ja, der zeigt uns die dann trotzdem noch an. Wir schauen noch mal eben kurz bei uns am Bett nach, ob da vielleicht irgendwas Neues ist, aber ich glaube, das würde sonst angezeigt werden. Hey, hallo, wie geht es dir? Eine Nachricht für mich. Oh, der ist so süß. Und der hat sich bei mir jetzt hier eingenistet. Das ist doch niedlich. Na gut, wir lesen mal eben die Nachricht. So, Wulfhildas Brief. Hatten wir die nicht schon gelesen? An die Kriegerlegende, Eivor von den Raben. Wie versprochen habe ich das Manuskript zu den wundersamen Ereignissen in East Anglia, derer wir Zeugen wurden, fertiggestellt. Anbei findest du eine Abschrift zu deiner Unterhaltung. Gemäß deiner Bitte wurden Namen und Taten bei der Schaffung dieser Erzählung, die unseren Landen neue Kraft verleihen soll, verändert. Dein in Gottes Namen, Mutter Wulfhilda, Äbtissin von Berezingum oder so. Eine erhebende Geschichte und viel besser als dieser schreckliche Tag. Meinen Namen hat sie auch geändert. Und einen Drachen hat sie auch mit eingeflochten. Immer diese Drachen. Okay. Gut, das jetzt weiß ich zumindest, warum mir der Name so bekannt vorkam. Brief von Ceolwulf. Eivor, wie auch immer. Ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Ceolbert schrieb mir nun schon einige Male, häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Dank dir. König Ceolwulf, der Zweite. Ja, das ist schön. Das sind doch mal schöne Voraussetzungen, die wir da haben. Ja, dann werde ich mal eben gucken. Mit dem können wir jetzt auch schon wieder sprechen, oder was? Ich glaube, wir kommen mit der Hauptquest noch nicht so richtig weiter, so wie es aussieht. Sieh mal nach, Sünen. So, mal eben schauen. Was davon ist jetzt neu? Das habe ich mir extra markiert. Da komme ich auch gleich noch zu. Moment, was ist das hier? Ah, ne, das sind die Hühner. Maidas Haus. War das nicht neu? Ein gemütliches Heim für Maida. Verbessert die Festmahlstärkung. Da das jetzt so ein hoher Betrag ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das eins der neuen ist. Das ist der Nee, das ist nicht der Tätowierer. Das war der Getreidehof. Okay, das ist der Tätowierer. Das ist natürlich der Stall, das ist klar. Das hatten wir vorher auch.
Das ist nur Leder. Okay. Aber da war doch noch... Ich meine, zwei Häuser sind hier neu gewesen, oder nicht? Was ist mit dir? Brauerei. Es ist aber alles Festmahlstärkung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute, dass das ja nicht nur die Moral stärkt, sondern vielleicht auch unsere Leute ein bisschen stärker macht. Hm. Sehe ich aber jetzt ansonsten so noch kein neues Haus, was ich jetzt... Oder das vielleicht noch? Ist auch Festmahlstärkung. Wer läuft denn da rum? Ach, da läuft Leder rum, okay. Ja, gut. Also jetzt so auf Anhieb sehe ich jetzt hier nichts Neues. Dann würde ich sagen, dass ich mal eben schnell dahin gehe und das, was ich mir ausgewählt hatte, als nächstes mache. Ich hoffe, dass ich mir das leisten kann. Also ich habe zumindest die kleinen Standardsachen, die ich mir leisten kann. Ich weiß gar nicht, ist mein Adrenalin aufgeladen? Spätestens jetzt müsste es eigentlich aufgeladen sein, aber ich glaube, sonst hätte der mir auch schon was gesagt. So, dann schauen wir mal. Können wir das machen oder können wir es nicht machen? Hast du etwas Spannendes entdeckt auf deinen Reisen? Hallo, du sollst plündern. Na, komm. Komm. Geht doch. So, wir können es gerade so bauen. Okay, also, ich möchte nämlich gerne einen Kartenmacher machen. Hier kannst du Karten erwerben, auf denen wertvolle Gegenstände und Vorräte verzeichnet sind, die du vielleicht verpasst hast. Finde ich im Moment wichtiger, weil man deinen Reichtum natürlich auf der einen Seite erhöhen kann, denke ich mal, so stelle ich es mir vor, und auf der anderen Seite viele von den Dingen, die ich gerne hätte, einfach nur kosmetisch sind. Das ist wirklich gute Arbeit. Danke, dass du das erledigt hast. Kein Thema. Ich habe neue Karten. Ja. Zeig mir, was du anzubieten hast. Okay, das Wissen des Kartenmachers. In ganz Englerland können verborgene Schätze gefunden werden, wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Gegen ein kleines Entgelt wird Olsson dich mit den Fundorten dieser verlorenen Reichtümer versorgen. So, was heißt ein kleines Entgelt? Oha, 50 kosten die einzelnen Karten, okay. Dieser Karte siehst du, wo ein Ausrüstungsstück versteckt liegt. Wo ein Barren versteckt liegt. Aha. Wo du eine Fähigkeit finden kannst. Barren, Ausrüstungsstück. Naja, das hier ist natürlich nicht schlecht. Wo man Rohmaterialien finden kann. Wenn man natürlich die Karte noch nicht komplett entdeckt haben, wäre das gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, die Karten hier bietet er nicht mehr an, weil wir den Teil schon entdeckt haben. Es ist also sozusagen dann etwas, nehme ich mal an, was man sich holen kann, was man noch nicht entdeckt hat. Ich vermute mal, noch nicht freigelegt hat. Also ich werde mir jetzt erstmal noch nichts davon holen. Kostet mir ehrlich gesagt im Moment auch zu viel. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Lebe wohl, Eivor. Ach so, ich dachte gerade schon, was ist denn das jetzt hier bitte? Okay, ich wollte jetzt noch mal eben kurz zu der Händlerin gehen. Ihr wart die Jagdhütte und ist die Händlerin hier drunter, ne? Okay. Gucken, ob wir noch irgendwo was haben. Also einen Schatz, glaube ich, habe ich noch, den ich... Das habe ich für dich zurückgelegt. Das ist nett von dir. Zeigst du mir deine Waren? So, oh, oh, so, oh! Kann man doch immer gebrauchen. Wir können jetzt Kupfernickel, Barren und Titan kaufen. Schweineteuer, aber geil. Das ist ja cool. Dann wollen wir jetzt erstmal gucken, was wir hier am Plunder noch verkaufen können. Bring mir alles, was du finden kannst. Ja, viel ist es nicht wert. Ah,
Ah, das ist wenigstens etwas. Schatz der Güldenspatz. Gut, dass ich den behalten habe. Also wenn ihr ein Rätsel findet, das habe ich jetzt leider nicht, also es war die Aufnahme, die nicht funktioniert hat. Wenn ihr ein Rätsel findet, ich glaube, es war in Lunden, wenn ich mich nicht irre, vorne am Steg. Und da sprechen euch Leute an, dass ihr einen versunkenen Schatz bergen sollt. Und ihr müsst dafür ins Wasser springen. Dann gebe ich euch den Tipp, behaltet am Ende den Schatz, also die Halskette. Dann könnt ihr die nämlich für 62 Silber verkaufen. Und, Achtung, Spoiler-Alarm, ich gebe euch noch den Tipp, wenn ihr nach diesem Schatz sucht, den noch übrig gebliebenen. Es gibt nämlich einen Teil, der im Wasser ist. Das sind zwei Truhen. Und es gibt noch diese Halskette, die noch verloren gegangen ist. Wenn ihr nach dieser Halskette sucht, dann angelt. Stellt euch einfach am Ende von den Angelsteg hin und dann angelt. Und dann findet ihr die Halskette. Weil das ein bisschen blöd gemacht ist. Da steht nämlich drin, dass er das im Magen einer Kuh versteckt hat. Und das Problem ist, dass dieser Magen von der Kuh anscheinend im Wasser war und das ein Fisch den gefressen hat. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Deswegen das nur so am Rande als Tipp. Für die finde ich ein neues Zuhause. Oh, das gibt aber auch viel Geld hier. Ja, dann können wir mal gucken. Das gibt natürlich auch nicht gerade wenig Geld. Ich denke mal, dass wir die ganzen Sachen bezüglich Fisch und so weiter, alle nicht mehr brauchen. Zumindest will ich das hoffen, dass sie da nichts Neues dann machen. Deswegen werde ich die Sachen auch einfach mal alle verkaufen. Ich brauche nämlich Geld. Aber als Tipp, wenn ihr die Jagdhütte habt, gebt die Sachen erstmal bei der Jagdhütte ab, die er so braucht, und dann verkauft den Rest, der da noch übrig ist. Immer ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen, Eivor. Ja, das war ein Eisbärenfell, stimmt. Das habe ich auch mitgenommen. Fuchsfell? Braucht er denn nicht ein Fuchsfell? Das hat er mir aber nicht angezeigt, dass ich das machen konnte. Sonst nichts? Ich gehe mal kurz gucken wegen dem Fuchsfell. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bleib gesund. Wir sehen uns, Eivor. Ja, lauf bloß nicht drumherum. So, Moment, das ist sie, das ist er. Schön. Wie ihr im schönsten Rausch einen weißen Hirsch durch den Wald jagt. Mein Gott, ich konnte kaum atmen vor Lachen. Ich habe etwas Neues für dich. Das ist schön. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. So, jetzt muss ich hier mal eben gucken. Hatte er nicht die Sache mit dem Fell? Das können wir immer gebrauchen. Fuchsfell. Da muss ich aber 6 Stück von haben. Vorher nimmt er das anscheinend nicht an. Moment, ausliefern kann ich aber schon was. Dafür bezahle ich gut. Der zeigt aber nicht an, was das für eine Rune ist. Eine Hasenpfote. Also da brauchen wir auf jeden Fall weniger für. Das brauche ich dringend. Und das sind nur die 2. Okay. Das wird uns helfen. Das könnte ich gut gebrauchen. Dann kann man hier nämlich doch auch was ausliefern, obwohl es noch nicht grün ist. Es hat mich jetzt natürlich ein bisschen reingelegt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verkauft, was ich noch gebrauchen konnte. Du tust mir einen großen Gefallen. Ich fürchte allerdings, dass ich die Fische verkauft habe, die ich da noch gebrauchen konnte. Ich habe allerdings festgestellt durch Zufall, wo ich in Lunden, glaube ich, war, dass das es eine Stelle gibt, gebrauchen. Wo man durchs Wasser warten kann. Und da habe ich dann einfach mal versuchsweise aufs Wasser gehauen. Das hat nicht geklappt. Aber ich habe den Tipp bekommen von einem anderen Spieler, dass man das mit einem Speer machen sollte. Okay, die Sachen... Doch, Moment. Die kann ich komplett ausliefern. Schön, das hilft auch der Siedlung. Das weiß ich nicht. Man kann ja nicht sehen, was es ist. Du tust mir einen großen Gefallen. Okay, gut. Aber die anderen Sachen, die ich jetzt noch habe, braucht er... Nee, das haben wir ja schon. Braucht er so nicht. Hast du alles? Wir sehen uns bald wieder. Grüß Petra, wenn du sie triffst. Wie, wenn ich sie treffe? Die steht doch die ganze Zeit hier drin. So, dann gehen wir aber auch nochmal eben bei dem Fischhändler rein. Das ist jetzt natürlich richtig doof gewesen. Hallo?
Ich habe dir etwas mitgebracht. So. Man sagt, dass der sich mächtig wehren soll. Ja, die habe ich jetzt alle verkauft, ne? Gehe ich mal stark von aus. Mist. Nicht mal Großvater konnte einen davon fangen. Ah, das war jetzt wirklich ziemlich blöd. Diesen Fisch suchen wir schon eine ganze Weile. Also, ich füge meinem Tipp von vor ein paar Meine Folgen Güte, noch was hinzu. Wie groß der ist. Schaut immer alles einzeln Diesen nach. Diesen Fisch habe ich noch nie aus der Nähe gesehen. Nicht nur die, wo ihr dieses Gelbe drumherum habt. Weil jetzt nur kann ich auf jeden Fall... Nur ein wahrer Meisterangler könnte den fangen. Ja, klar war mir noch nicht immer dazwischen, Mann. Jetzt kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich nichts mehr drin habe, was er noch braucht. Danke für den Fisch. Nun muss ich gehen. Auf bald. Komm bald wieder. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, aber immerhin haben wir natürlich etwas Gold dafür bekommen. Beziehungsweise Silberlinge. Zeig mir, was du anzubieten hast. So, dann haben wir nicht mehr viel übrig, aber die Sachen, die ich habe, brauchen die Leute nicht mehr. Großartig, das nehme ich gerne. So, dann haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen was. Es ist hochwertig verarbeitet. Ich habe 5 auf Lager. Weil die kosten natürlich auch nicht gerade wenig. Wobei die natürlich viel teurer sind. Kupfernickelbarren. Ist dein Einkauf schon erledigt? Noch nicht ganz, aber ich muss mal los. Eben was nachsehen. Bis bald. Lass dich mal wieder blicken. Ich würde sagen, dass ich das aber jetzt mal eben offline mache. Ich werde mal schauen beim Schmied, was ich jetzt alles noch brauche, um meine Sachen ein bisschen zu verbessern. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, noch einen Teil in der Rüstung gehabt, was ich noch eine Stufe höher bringen kann. Und dann werde ich mal gucken, wie viel Silberlinge ich dann noch übrig habe, um die restlichen Sachen eventuell zu kaufen. Schade, dass sie keine Seide hat. Ich denke aber, dass sie eventuell auf der nächsten Siedlungsstufe dann auch Seide anbieten könnte. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht könnte sie es machen. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann erstmal für diese Folge, mache das Ganze dann offline. Wie gesagt, ich gehe nur kurz zum Schmied, gucke, was ich da noch an Materialien brauche, um bei mir was aufzuwerten. Und ja, werde das dann offline auch mal eben aufwerten. Also da ist jetzt nichts Besonderes bei, was ich mache. Das habe ich auch schon mal alles hier im Let's Play gemacht, damit ihr das dann auch mal gesehen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir machen dann in der nächsten Folge mit der Hauptquest weiter. Bis dann. Ciao.